Ja, was soll ich sagen? Ich bin wie immer vollkommen unschuldig. Aber die sind selber schuld. Guckt mal, was die hier haben. Das sind böse Menschen. Das sind böse Menschen. Und hallo und herzlich willkommen. Ich muss hier irgendwo unten runter, dann bei mir zu Hause vor der Tür. 1034, Officer unter Beschuss durch Dämonen. Oh Mann, ey. Bitte in die Bowery. Oh Mann, ey. Die Dämonen werden immer dreister. Sie greifen die Polizei auf der Straße an. Huch! Okay, Kinder, Schluss jetzt! Sonst ist euer Panzerknacker-Spielzeug weg! Warum? Alle weg? Alle weg? Oh! Huch! Ich drück auf diesen scheiß Knopf und nichts passiert. Das nervt immer wieder. Warum? Fisk war verrückt, aber er liebte New York. Aber die Dämonen, die wollen anscheinend nur die Stadt zerstören. Und du hast immer denselben Spruch auf den Lippen. So, jetzt aber. Huch! Tante May wartet. Unglaublich, dass ich seit Fisks Festnahme nicht geschlafen habe. Ich muss besser auf mich achten. Und mein Hund? Kein Problem. Aber immer an der Leine und nie im Küchenbereich. Natürlich. Mann, das ist klasse. Ihr seid echt klasse. Vielen, vielen Dank. Da oben? Hey, Kleiner. Was machst du so spät hier? Schau, nur mal vorbei. Ja, er hat keinen Schlafplatz mehr. In der letzten Folge wurde er rausgeschmissen. Was machst du so spät hier? Oh, ich habe ein paar Probleme mit meiner Wohnung. Du sitzt auf der Straße. Das sieht man dir an. Da bist du genau richtig hier. Musst dich nicht schämen. Ich weiß, aber ich will doch den Bedürftigen nichts wegnehmen. Aber weißt du was? Jetzt bist du bedürftig. Auch wieder wahr. Danke, Gloria. Die ist gut. Die haben wir getroffen draußen und hierher geschickt oder befreit. Da war so ein Kampf gegen Banditen. Ich habe hier noch viel zu tun, aber die Karte geht jetzt hier nicht. Aber wir werden jetzt hier erstmal schlafen. Forschungsstation, Katzen suchen. Hoffentlich ist Mays Couch bequem. Was ist das hier? Ach, ich kann hier noch was gucken. Oh. Ja, ich mochte Pferde. Macht nicht jeder diese Phase durch? Oh, ich wünschte, May würde ein paar davon abhängen. Echt peinlich. Gar nichts ist davon peinlich. Mann, war ich ein Depp. Warum? Naja, wir haben alle eine schreckliche Phase. Hier ist noch ein Bild. Vermisse dich. Der Onkel. Da hinten lesen kann man nichts. Die Task.
leben nur von Spenden, weil der Staat nicht helfen kann. Na gut, der hilft natürlich, diese Turnhalle hier, dieses Gebäude, das war ja mal eine Turnhalle, würde ich sagen, die wurde natürlich von denen zur Verfügung gestellt. Da steht was. Geld? Das kann ich nicht annehmen. Du kannst und du wirst. Ich zahl's zurück. Sehr bald. Sag nächstes Mal nur früher was. Oh, du bist genau wie Ben. Schluck diesen Parker-Stolz herunter und akzeptiere, dass du ein Mensch bist. Genauso wie wir alle. Martin. Ich wollte nicht stören. Ich werde für eine Weile nicht in der Stadt sein. Du hast dann hier das Sagen. Du kannst auf mich zählen. Wie lange wirst du weg sein? Ich weiß es noch nicht. Ist alles in Ordnung? Es ist was Persönliches. Ich plane das schon länger. Aber kümmert euch bitte ums Asyl. Es steht für meine beste Seite. Er hat also auch eine unbeste Seite. Vielleicht habe ich ja recht mit meiner Vermutung. Hoffentlich geht's Mr. Lee gut. Ich mag den Charakter. Hallo? Hey, hast du meine Story gelesen? Ja. Robbie muss ziemlich glücklich sein. Ja, das ging schnell rund. Und stell dir vor, Bürgermeister Osborne möchte Officer Davis heute Nachmittag eine Medaille verleihen. Wow. Halt. Ist heute nicht Osborns Wahlkampfveranstaltung? Oh, jetzt weiß ich, was er vorhat. Ja, wie wir alle. Aber trotzdem eine coole Sache für Officer Davis und seine Familie. Ich werde darüber berichten. Kommst du mit? Ja, natürlich. Bis dann. Ja, hier gibt es ein paar kleine Grafikfehler. Aber es ist wirklich schön. Also ich bin zufrieden. Es ist auch nur in Full HD und nicht in 4K oder so. Ich glaube, in 4K können viele Spieler oder also einige Spieler auch nur 30 FPS. Ich hab's denn lieber flüssig. Aber das sieht schon gut aus. Ach, mir fällt gerade was ein. Warte mal. Alexa, Lampe aus. Ah, so ist besser. Ich habe hier nämlich dann immer so eine Reflexion drauf. Von May Geld anzunehmen. Ich sollte der Stadt helfen, um das irgendwie auszugleichen. Was ist das da? Hungrig? Howard, lang nicht gesehen. Wie geht's Pidgey? Nicht so gut heute. Vermisst seine Verwandten. Es war für uns beide ein bisschen hektisch. Unser Zuhause wurde zum Gewerbegebiet umgewandelt und wir mussten erst mal ins Feast ziehen. Tut mir leid. Vermieter aus New York können so herzlos sein. Als sie mich rausgeworfen haben, haben sie meine ganzen Vögel freigelassen. Pidgey ist der Einzige, der mich gefunden hat. Ich habe die anderen wirklich überall gesucht, aber mit meinem kranken Bein... Weißt du was? Ich drehe mal eine Runde. Wie wär's, wenn ich nach ihnen Ausschau halte? Die nächste Sammelaufgabe. Oh, ihr seid so eine Arschlöcher. Warum nicht gleich? Ich habe einen Fertigkeitspunkt. Warte mal. Ein Jahr. Ich das zwei. Würdest du tun? Nee. Oh, danke. Ruf mich bitte an, wenn du erfolgreich bist. Oh, das ist so lästig. Ich muss es doch dann machen. Ich habe doch dann so einen Zwang. Guck, da ist die erste. Ich habe hier unten schon alles. Daumenfang. Dann muss ich, wenn ich hinterher schwinge, muss ich die wahrscheinlich mit R1 und R2 einfangen oder so. Und ohne jetzt zu spoilern, sowas ähnliches gibt es auch bei Miles Morales. Also ganz ehrlich, bisher... Alle Einheiten, 10:30. Oh. Hey, Jeff! Glückwunsch zur Zeremonie heute. Ich bin froh, wenn es vorbei ist. Ein Laster voller Dämonen ist weniger als eine Rede.
Aber ich rufe etwas anderes an. Was gibt's? Baustelle im Stadtzentrum unterwegs sein. Oh, los, und Dicke! Ich mich um, wenn ich die Vorbereitungen für die Zeremonie verpasse, um Räuber und Schadam zu spielen. Aber vielleicht hat mein Partner ja Zeit. Verstanden. Ich schau vorbei und sag Bescheid, was ich herausfinde. Und hey, noch ein Tipp für die Rede. Einfach alle in Unterwäsche vorstellen. Bis auf Osborn. Ha, nur ein Scherz. Ah, warum ist denn das jetzt weg? Oh, das ist so lästig. Wie schön, mein Können sinnvoll einzusetzen. Sie ist weg. Weg. Noch eine Nachricht von Doc. Peter, ich will es nicht beschreien, aber die Stimme, die ich verfolge, könnte das Projekt nicht nur retten, sondern auch auf Wege führen, die wir uns nicht geträumt hätten. Alles passiert aus einem Grund. Sogar Normans Versuch, uns auszuhebeln. Hoffentlich klappt das. Docs Arbeit ist zu wichtig, um unvollendet zu bleiben. Sind die schon wieder alle? Eine Taube von Howard. Ja, geht gerade nicht. Sowas kann ich gerade ab. Wie schön, mein Können sinnvoll einzusetzen. Ja, das geht gar nicht hier. Wieso kann ich keine Tauben fangen? Wozu brauchen die Dämonen so viel Geld? Ha, eine Taube. Ja, warum? Sie fliegt weg. Was das soll? Dann macht's euch nicht so ein Ereignis. Wie schön, sinnvoll einzusetzen. Hierhin. Da war es ganz kurz. Nicht heim, Süße. Eine von 12. Da oben geht es dann weiter. Da werden wir uns jetzt erstmal langsam hinarbeiten, indem ich Dinge tue, wenn ich jetzt... Sonst kommst du in die Truhe. Hey, Howard. Hab einen Verwandten von Pidgey gefunden. Graue Flecken, hat gerade was auf meinem Anzug hinterlassen. Clarence, er ist ein kleiner Teufel, aber charmant. Gib ihm einen Klaps auf den Kopf und setz ihn in Richtung Feast. Er findet den Weg. Kein Problem, das mache ich bei allen anderen auch. Taube. Komm schon. Die ist schnell. So. Und es gibt Forschungsmarken. Sehr schön. Ja, guck mal, ich arbeite mich hier vor. Da hinten sind auch noch Katzen. Cool. Katzen. Ka-ka-ka-ka-ka-ka. Katzen. Ja, das können Katzen auch. Und das stinkt. Meine Eltern hatten einen dicken, fetten Kater, der auch noch Peter geheißen hat. Das war aber ein ganz lieber. Mein Vater hat immer Brömmel zu ihm gesagt. Und immer wenn er abends, dann hat er sich, wo er älter wurde, konnte er auch nicht mehr sich so bewegen. Dann hat er sich auf die Couch gequält zu meinem Vater. Dann hat er da gelegen, die Nacht hat geschlafen, hat sich, den Abend hat sich kraulen lassen. Naja, dem ging's gut. 1034, Officer unter Beschuss. Durch Dämonen, brauchen Einheiten North of Houston. Officer unter Beschuss. Da beschießen sie schon. Wird es Tote geben.
Officer, schaffen Sie die Verwundeten weg. Ich erledige das. Hier wird nicht geschossen. Ich kann noch so viele andere Sachen machen. Ist das schon wieder verstellt? Warum? So. Ich soll Objekte auf Gegner werfen? Fisk war verrückt. Aber er liebte New York. Aber die Dämonen. Das war die Nummer 4 von 5. Ein paar müssen wir noch machen, ne? Die wollen anscheinend nur die Stadt zerstören. Die Dämonen sind besiegt. Hol die Handschellen raus. Oh, Taube im Park. Ha, eine Taube. Taube im Park. Komm schon. Die ist schnell. Hast du bei der anderen auch gesagt. Taube im Park. Es ist meine Verantwortung, die Taube zu fangen. Ach, dem mache ich was vor. Hab dich! Ach, so. Die haben wir. Haben wir. Ich muss mich jetzt langsam hier hocharbeiten. Guck mal, da ist noch eine. Ich kann hier auch schnell Reise hinmachen. Cool. Das habe ich ja in der letzten Session gekriegt. Da habe ich mich auch drüber gefreut. Ja, ich bin hier. Tut mir leid. Ich muss Vögel fangen. Ja. Ich nehme jeden Scheiß an, weil es mir nicht gut geht, weil ich Geld brauche. Außerdem bin ich gut zu Vögeln. Ha, ha, ha. So. Das können wir dann auch von der To-Do-Liste abhaken. Ein Flachwitz. Ich guck jetzt nicht. Ich bin gerade im Speed-Modus. Muss hier mal so rum und durch. Ah, und dann krabbelt's an der Nase. Taubenalarm. Ja. Nicht wegfliegen, bitte! Nein! Bleib bei mir, Taubi! Oh. Okay. Na, endlich etwas, was ein bisschen mehr Spaß macht. Als diese. Was ist denn das jetzt hier? Warum juckt denn das? Oh, ich glaube, ich mache da noch eine. Ja, bei den Dingsmissionen muss ich ja. Komme ich ja noch nicht. Spider-Man! Es füllt sich. Gerade kam Rosa zu ihren Brüdern und Schwestern. Ich helfe gern. Du kennst die Kleinen ja ganz schön gut, was? Das bleibt nicht aus. Sandra kannte sie immer am besten. Sandra? Oh, meine Frau. Sag Sandra, dass sie schöne Vögel hat. Oh ja, natürlich, Spider-Man. Danke nochmal. Und bitte, such weiter. Ich vermute mal, seine Frau lebt nicht mehr. Aber das weiß er wahrscheinlich nicht. Alle Einheiten, 10:30, gepanzert. Ah, da. Nein. Da. Das Fahrzeug, Verdächtige maskiert. Zeugen melden sie ja als Position. Überall in den Nachrichten, wieder ein... Schlaf schön. Oh, Scheiße! Oh, der. Nun, dann reagier doch mal, Junge! Und mach nicht immer so eine theatralischen Bewegung! Ich komme gar nicht dazu, irgendwas zu machen hier. Kaiho!
Ich drücke in die andere Richtung. Ihr springt einfach weiter. Taubenalarm. Ja, cool. Oh, weg ist sie. Wartet mal, ich muss mal was gucken, was ich hier alles kann. Ich merke mir doch nicht diese ganzen Gegner entwaffnen. Ja, ja, Basiskombo, Ausweichen, perfektes Ausweichen, langes Ausweichen. Dann sollte ich das vielleicht mal machen. Mit X. Hoffentlich sieht mich niemand. Ach so ist das gemeint. Sind die jetzt... Ah, die sind eingestellt. Ach, die andere ist gefangen. Oh, Gott sei Dank. Taube! Wo ist sie jetzt? Taube. Hoffentlich sieht mich niemand. Oh. Wisst gar nicht, wie schwer das hier zu... Okay. So, die haben wir. Ich wollte aber noch zur Katze. Es klappt sogar mal was. So, jetzt aber. Felicia glaubt, sie spielt mit mir, aber ich erfahre bei jeder Szene etwas Neues. Da. Guck mal, da ist sie. Miau. Hier wohnt ein bekannter Anwalt. Sie will an die Kundenliste ran, um neue Opfer zu finden. Miau. So, die Katze machen wir auch. Ich muss leider zugeben, dass sie eine schlaue Katze ist. EP verdient? Hä? 6 von 12. Da sind noch ganz viele. 10:34, Dämonen haben Feuer eröffnet. Officer getroffen. Bitte nach Helm Stacks. Over. Warte mal, ich hatte doch so ein Ding. So ein... Ach, hier war das bei Fertigkeiten. Hatte ich nicht so einen Sprung? Hier, den. Ach, den wollte ich machen. Ach nee, das ist ein Netzschlag-Takedown. Das ist ja nicht. Es gab so einen Sprung. Das ist es auch nicht. Halt in der Luft... gedrückt, um den Gegner in die Höhe zu reißen und den Luftkampf-Move zu ermöglichen. Das kann ich aber noch nicht. Und was steht hier? Brecher können gegriffen und eingesponnen werden. Ach so, ja, stimmt. Huch! Klartext, Leute! Die zerstört New York-Masche zieht nicht mehr! Nanu, ich hab geguckt gehabt. Warte mal. Schon wieder, warum?
Die Dämonen sind besiegt. Sie können übernehmen, Officer. Warum merkt er sich nicht die letzte Einstellung? Das verstehe ich nicht. Na gut, ich werde dann jetzt noch ein bisschen weiter Katzen jagen und Vögel fangen. Und wenn was Interessantes kommt, die kann ich jetzt aber nicht annehmen. Spider-Männer, Nebenmission. Ich werde jetzt, ich gehe hier diesen Bereich lang. Das andere mache ich dann nächstes Mal. Sonst komme ich, ich melde mich dann wieder, wenn es soweit ist. Hier sind ja auch noch zwei, eine Forschungsstation ist hier auch noch. Genau. Und hier sind auch noch zwei Vögel und zwei Katzen. Das mache ich jetzt offline und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich danke. Ich suche mir mal was weiter. So haben diese Masken doch immerhin was Gutes. Wir haben ja zwei Fertigkeitspunkte. Das können wir ja noch vielleicht zusammen machen. Eigentlich habe ich gedrückt. So. Nicht schlecht. Das kostet aber auch zwei. Und was war das? Halt in der Luft, um Gegner in die Höhe zu reißen und Luftkampfmoves zu ermöglichen. Dann machen wir das mal. Und das bedeutet, der Schwungtritt schlägt jetzt mit Gegnern mit Schildern nieder und... Was ist das? Halte X rechts. R2 plus X im Rennen oder Stand gedrückt, um aufzuladen, lass dann für X. Für einen weiteren Sprung los. Wir gucken uns das jetzt mal an. Ach so, was das ist. Naja, das ist nicht so wichtig. Bodenschlag. Ja, das sollte ich mal machen. Das ist das nächste. Genau, das habe ich vermisst. Ja, man sollte vorher immer gucken, ne? Aber naja, egal. Wir werden schon die Punkte zusammenkriegen. In der nächsten Folge sehen wir, wie es weitergeht. Ne, Spidey? Ey, guck mich an. Guck mich an. Na, endlich. Tschüss.